Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen zur weiteren Review hier bei Hannah & Friends. Und wir haben euch mitgebracht Swindler. Und das kommt daher in dieser wunderschönen Verpackung. Ich finde es wunderschön. Wunderschön, vor allem auch sogar hier, wenn man hier drauf mit so Lack, ja, schöner Schrift, die auch noch fühlbar ist. Ja, und sehr auch schön. Von einem bekannten Autor. Matthias Kramer hat es gemacht bei Pegasus, der Edition Spielwiese. Wir haben ein Familienspiel ab 10 Jahren mit 45 bis 60 Minuten seid ihr dabei und 2 bis 4 Spieler spielen hier mit. Und es steht auch schon vielsagend hinten drauf, ihr braucht ein dickes Fell, um das zu spielen. Denn das Spiel ist hochinteraktiv und push your luck mit Take-That-Elementen. Ja. In your face. In your face. Also das bedeutet also nichts anderes so, ja, du kannst einfach jemand anderem so richtig schön was reinwürgen, ja, was nett ist. Ja, ja, und diese schöne Grafik hat die Lisa Frosch gemacht. Wie das Spiel funktioniert, das zeige ich euch natürlich. Wir sind in der Londoner Hauptstadt, also in England, in der Hauptstadt London und haben da so ein paar reiche Säcke auf der Straße gefunden, die wir jetzt ausrauben wollen. Können allerdings auch erwischt werden oder halt von anderen irgendwie verpfiffen werden. Und dann verlieren wir unsere Beute wieder. Und ja, letztendlich geht es natürlich darum, die meisten Siegpunkte zu machen. Und wie das alles funktioniert, das zeige ich euch. Davor kurz, was der Lars Fraunrath, der Redakteur des Spiels, wir haben nicht selber mit ihm gespielt und erzählt hat, finde ich eine ganz nette Anekdote, ist, eigentlich sollte das Spiel mal Beutelschneider heißen, was auch sehr gut gepasst hätte. Aber es gibt tatsächlich den Titel schon als Brettspiel. Und deswegen haben sie es Swindler genannt, was auf Englisch tatsächlich Beutelschneider heißt. Mhm. Aber weil es eben so ein Begriff ist, der jetzt auch irgendwie so deutsch verwandt ist, ja, es ist ja so eine Mischung aus, wir würden ja sagen Schwindler, aber es passt so ganz gut. Tatsächlich ist nicht dasselbe, aber man denkt halt irgendwie, also man hat so diese Assoziation von Schwindler, ne? So irgendwie so ein bisschen derbe, verruchte Personen, die wir dann halt jetzt hier auch spielen. Total. Und Melly, erkläre ich kurz die Regeln und dann, gibt's ein Fazit. In Swindler treiben wir uns durch die dunklen Gassen Londons herum und wollen reiche Säcke bestehlen. Ihr seht hier nämlich 5 farbig unterschiedliche Säcke. Die sind keinem Spieler zugeordnet, die sind wie ein allgemeiner Vorrat. Und ihr könnt euch das so vorstellen, dass es eine reiche Person ist, die durch die Londoner Innenstadt flaniert und ihre Wertsachen in der Tasche hat. Und die wollen wir bestehlen. Grundsätzlich ist es hier ein sehr glücksbasiertes Familienspiel. Wir haben nämlich Push-Your-Luck-Elemente, das seht ihr eben auch alle daran, dass man aus einem Sack zieht, blind zieht. Wir haben Take-That-Elemente bis zu einem In-Your-Face, also wirklich bis es wehtut. Und wie ein Spiel funktioniert, das zeige ich euch. Letztendlich geht es nämlich hier um Siegpunkte und Siegpunkte bekommt man dadurch, dass man eben stiehlt. Wenn ein Spieler am Zug ist, gibt es 5 Punkte, die er abhandeln muss. Die seht ihr nämlich auch auf dem einzelnen Tableau. Was zuerst passiert ist, dass man sagt, ich möchte ein paar Aufträge reservieren. Es gibt Aufträge wie, besitze 3 Münzen, ziehe 1 Münze aus einem beliebigen Sack, gib 2 blaue Schlüssel ab oder ziehe 2 identische Beuteblättchen hintereinander. Nachgezogen werden diese Aufträge hier. Außerdem seht ihr hier dann noch Komplizen, das ist einer der hinteren Schritte in jedem Zug und hier sind Hehlerplättchen. So, das erste, was passiert ist, nämlich man hat 3 Reservierungsplättchen, die kann man freiwillig, nicht erzwungen, platzieren, wo man denkt, dass man das schafft. Ich sage, ich ziehe eine Münze aus einem Sack und sage, dass ich außerdem noch 2 identische Beuteplättchen hintereinander ziehe. So, das nächste ist, dass man verpflichtend einen Sack aussucht von den 5 und ihn bestiehlt. Man darf immer nur einen Sack pro Zug bestehlen. Und ihr seht auf dem Tableau hier von jedem Spieler sind die Inhalte der Beutel aufgeführt. Im grünen Beutel sind zum Beispiel hier diese 10 Dinge drin und jeder Beutel beinhaltet eben auch einen Totenkopf. Alles andere ist etwas Gutes und etwas, was man haben möchte. Klar hofft man mal irgendwie das, was man im Auftrag braucht, zu ziehen. Aber letztendlich passiert nichts Böses, wenn man das zieht, was einem gerade nicht passt. Nur beim Totenschädel passiert etwas. Denn wenn man den Totenschädel aus dem Sack zieht, muss man alles, was man von diesem entsprechenden Sack rausgezogen hat, auch aus den vorherigen Runden, wenn man das mal aufbewahrt hat, wieder zurücklegen, weil man erwischt wurde thematisch. Und dann sieht halt der reiche Mensch, oh, du hast mir aber auch nochmal meinen Schlüssel, meinen Haustürschlüssel geklaut, gib mir den auch nochmal wieder. Genau, das heißt also, ich kann sagen, ich möchte aus dem grünen Beutel zum Beispiel ziehen. Ihr seht außerdem, dass der blaue, rote und gelbe so ein bisschen in Abwandlungen auch was hat. Die haben auch jeweils immer nur einen Totenschädel. Am gefährlichsten ist es dabei, aus dem schwarzen zu ziehen. Da sind besonders wertvolle Dinge drin, aber auch 2 Totenköpfe. So, ich sage also, ich möchte aus dem grünen Sack ziehen, nehme mir diesen grünen Sack und darf jetzt so lange ziehen, bis ich entweder sage, ich möchte nicht mehr oder bis halt dieser schlimme Fall ein
eintritt, dass ich erwischt werde, also einen Totenschädel ziehe. Ich fange also an, ziehe eins und habe, wow, eine Schatulle. Die Schatulle ist tatsächlich ziemlich wertvoll, aber die brauche ich ja nicht. Ich wollte zwei identische Beuteplättchen hintereinander und ich möchte eine Münze aus einem beliebigen Sack ziehen. Ich versuche es also weiter, habe noch einen roten Schlüssel. Ah, jetzt wird es langsam gefährlich. Ich ziehe vielleicht noch einmal und habe eine Brosche und jetzt wird es mir irgendwie zu riskant. Auch wenn ich die Münze nicht gezogen habe, lege ich den doch wieder lieber zurück, bevor ich da einen Totenschädel ziehe. So, das heißt, ich behalte jetzt erstmal die drei Dinge, die ich gestohlen habe. Ich bin nochmal davon gekommen, ich habe keinen Totenschädel gezogen und kann jetzt eben schauen, was ich mit der Beute mache. Erstens, ich kann eben hier die Aufträge, die ich reserviert habe, erfüllen. Ich habe nur diese beiden hier reserviert und ich habe leider keinen davon erfüllt. Denn ich habe zwar zwei Beuteplättchen hintereinander gezogen, aber sie sind keine identischen. Hätte ich das geschafft, hätte ich einfach nur zeigen müssen, hier, guck mal, habe ich geschafft und hätte dann einfach ja, diese Karte einfach nehmen können, mir 5 Siegpunkte genommen und den Auftrag hier mir beiseite gelegt an mein Tableau und am Ende des Zuges würde einfach was Neues aufgedeckt werden. Da ich das aber nicht geschafft habe, bleibt es natürlich liegen. Es gibt auch ein paar Aufträge, wo man so Steckbriefe bekommt, die sind relevant für ein böses Ereignis, das ich euch nachher noch erzähle. Was man noch mit der Beute machen kann, ist sie beim Hehler zu verhehlern. Und zwar kann man alles bis auf Münzen und Schlüssel dort loswerden, je nachdem, was eben gerade ausliegt. Und dort seht ihr zum Beispiel, dass die Schatulle eben mit 3 Siegpunkten ganz gut dabei ist. Ich kann sagen, ich möchte die hier abgeben oder hier abgeben. Und auch die Brosche kann ich irgendwo abgeben oder auch sie erstmal behalten, je nachdem, wie ich es möchte. Und würde mir halt diese 3 Siegpunkte nehmen. 1, 2, 3. Das Besondere ist, dass man, hier seht ihr es, 2 Extrapunkte bekommt, wenn man ein Hehlerplättchen vervollständigt. So muss man eben auch ein bisschen aufpassen, ob man den anderen nicht irgendwie was schenkt. Anschließend würdet ihr gucken, ob da noch irgendwas aufgefüllt werden muss, ob da neue Hehlerplättchen hin müssen oder neue Aufträge. Und dann könnt ihr nämlich Komplizen anheuern. Das ist wirklich dieses interessante Take-That-in-your-face-Element. Das sind nämlich hier diese Karten. Und für eine Münze seid ihr dabei. Jeder Komplize kostet eine Münze. Ihr könnt so viele kaufen, wie ihr möchtet und Geld habt. Und wenn ich dann sage, so, das Geld gebe ich hier ab, kann ich mir eine Karte davon nehmen. Und die haben meistens einen sehr guten Effekt. Anschließend ist der nächste Spieler dran und auch der fängt wieder damit an, seinen Auftrag zu reservieren. Und da ist nämlich auch schon eine Besonderheit, denn wenn ich reserviere, gehe ich auch ein gewisses Risiko ein. Wenn ich nämlich etwas nicht schaffe und von jemand anderen eben davon verdrängt werde, von dem Auftrag, dann verliere ich Punkte. Wenn jetzt also der nächste Spieler sagt, ja, wenn du hast es nicht hingekriegt mit der Münze, aber ich kriege das hin, ich kicke dich da runter, dann verliere ich dafür 2 Punkte. Wenn er aber das bei dem anderen nicht macht, ja, dann bleibe ich da liegen, bis irgendjemand mich rauskickt oder ich wieder dran bin. Und dann kann der Spieler ja sagen, okay, außerdem bekomme ich auch noch irgendwie 3 Münzen in meinem Besitz. Und das Spiel endet im Spiel zu viert nach 6 erfüllten Aufträgen. Also wenn eine Person, ein Spieler, 6 Aufträge erfüllt hat, das sind hier diese Karten, und sie vor sich liegen hat, endet das Spiel. Mit der Runde bis vor den Startspieler. Es gibt noch einen besonderen Punkt, nämlich bei 3 erfüllten Aufträgen kommt hier diese Meister-Dieb-Fähigkeit, die asymmetrisch ist, mit ins Spiel. Es ist so ab 2 Dritteln des Spiels und jeder hat eine eigene, die wir uns auch mal näher anschauen können. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Meister-Dieb-Karten. Im Spiel zu viert kommen natürlich nur 4 zum Einsatz. Und hier seht ihr sie exemplarisch. Und am Anfang gelten sie noch nicht. Die werden, wie gesagt, erst aktiv, sobald der Spieler 3 Aufträge erfüllt hat und vor sich liegen hat. Dann kann nämlich dieser Spieler, der diese Meisterdiebkarte hat, du darfst auch Aufträge erfüllen, die du nicht reserviert hast. Das ist sehr praktisch. Man verliert natürlich da eben auf Risiko keine Punkte, wenn man das eben nicht schafft und kann trotzdem alles schaffen. Also Aufträge erfüllen. Oder hier für Bettler- und Polizeirazzien zählt ein Beuteplättchen oder ein Steckbrief weniger. Das ist noch ein Punkt, den ich euch nachher erklären muss, was eine Polizeirazzia ist. Der weitere, einmal pro Spielzug, du bekommst einen Siegpunkt zusätzlich, wenn du Beute an den Hehler verkaufst. Oder vor deinem Zug ziehe eine Komplizenkarte, was natürlich auch sehr stark ist, denn gerade die Komplizenkarten machen auch den meisten Spaß hier im Spiel. Dann kann ich euch auch einmal hier die Komplizenkarten zeigen. Das sind hier diese starken Take-That-Karten.
Und beispielsweise haben wir hier den Bettler, da hat sich ja auch eine Meisterdiebkarte drauf bezogen. Das war hier für Bettler und Polizeiratzen zählt ein Beuteplättchen oder ein Steckbrief weniger. Denn wenn der Bettler gespielt wird von einem Spieler, das hat man natürlich erstmal so geheim auf der Hand. Und wenn es gerade der Moment passt und nichts anderes angegeben ist, kann man eben sagen, hier, ich spiele den Bettler. Alle Swindler mit mindestens 3 Beuteplättchen müssen dir ein Beuteplättchen ihrer Wahl oder eine Münze abgeben. Ja, und da ist dann eben der Vorteil, dass triggert bei dem Spieler erst mit 4 Plättchen. Und ja, was ja auch irgendwie schön ist, ist halt hier so dieses thematische, schöne, die Grafik in diesem düsteren, regnerischen Stil. Wir haben ja auch den Taschenspieler, tausche eins deiner Beuteplättchen mit einem Beuteplättchen deiner Wahl einer anderen Person. Und dabei tauscht der Taschenspieler dann auch den Besitzer. Und hier in Rot werden immer Zeitpunkte angegeben, wann die gespielt werden muss. Nachdem ein Swindler erfolgreich das Stehlen beendet hat, das ist tatsächlich auch eine sehr witzige Karte, teile die gerade gestohlene Beute in 2 Teile. Der betroffene Swindler darf sich seinen Teil zuerst aussuchen, du bekommst den Rest. Echt fies und gemein, aber auch echt schön. Und hier seht ihr dann eben auch einen ganzer Stapel an Komplizen. Die spielt man noch in einer Partie nicht durch. Einige sind doppelt. Auch einer meiner Lieblinge ist auf jeden Fall der Verräter. Nachdem ein Swindler erfolgreich das Stehlen beendet hat, also gesagt hat, so, ich habe keinen Totenkopf gezogen, ich lege den Beutel beiseite, ich möchte nicht mehr, zwinge den Swindler dazu, nochmal aus dem Sack zu ziehen. Und ich glaube, die beste Situation ist wirklich, wenn dann so der Spieler weiß, es ist nur noch der Totenkopf drin und der muss nochmal ziehen. Ja, wenn er in den Schädel zieht, bekommt man selber eine Münze als Belohnung und wenn nicht, dann freut sich natürlich der andere, dass er doch nochmal eine Beute mehr gezogen hat. Aber ja, sehr schöne Elemente mit drin. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Polizeirazzia. Denn bei den Aufträgen, wenn die einmal erfüllt sind, dann wird eben nachgelegt und es gibt einen Unterschied zwischen den A- und B-Aufträgen. Die A, sie sind halt einfach für den Beginn des Spiels, sie sind einfacher und haben eben keine Polizeirazzien. Und da kann dann eben auch hier 3 verschiedene Beuteplättchen hintereinander für 5 Siegpunkte. Hier besitze mindestens 3 grüne Beuteplättchen für 4 Siegpunkte und einen Steckbrief. Und da kommen dann jetzt nämlich für die Polizeirazzia auch die Steckbriefe zum Tragen. Wenn ich diesen Auftrag erfüllt habe, kriege ich ja nicht nur die Siegpunkte, sondern auch den Steckbrief und sammle die eben auch in meinem Tableau, was ich gar nicht so gerne möchte. Denn wenn man dann irgendwann mal statt einem Auftrag hier so eine Polizeirazzia aufdeckt, dann wird die erstmal abgehandelt. Pro 3 Beuteplättchen gib 1 ab. Das heißt, das Spiel zwingt einen dazu, eben die ganzen Beuteplättchen, die man vor sich liegen hat, auch wirklich einzusetzen für die Aufträge oder für die Hehlerverkäufe. Wenn man zu viele davon vor sich sammelt und dann irgendwie die ganzen Säcke leer sind, dann wird man bestraft bei der Polizeirazzia, indem man halt was abgeben muss. Dasselbe gilt halt für die Steckbriefe. Wer sich zu auffällig verhalten hat, 3 oder mehr Steckbriefe hat, der muss in den Kerker gehen. Das bedeutet, wenn man eben hier so seine Meisterdiebkarte hat, dann kann man sie umdrehen, dann sieht man sie in alle Spieler, man ist im Kerker. Und man muss eine Runde aussetzen. Das heißt, die Runde geht einmal rum. Wenn ich wieder dran bin, drehe ich einfach nur zum Signal meine Karte um, weiß, in der nächsten Runde darf ich wieder mitspielen und ich darf meinen Zug halt nicht machen und muss dann halt einfach die Runde warten, bis ich wieder dran bin. Die Polizeirazzia wird also abgehandelt, wird dann halt beiseite gelegt und es wird dann so lange halt weitergezogen hier, bis dann eben die Aufträge da alle voll sind. Und wenn weitere Polizeirazzien gezogen werden würden für denselben Zug, dann würden die einfach neu wieder reingemischt werden. Bei den Aufträgen seht ihr, es gibt halt wirklich viele verschiedene Aufträge, besitze Beuteplättchen von mindestens 3 verschiedenen Farben, weiß zählt nicht als Farbe und man kriegt da 2 Münzen, das sind so neutrale, die einem auch nicht geklaut werden können. Das kennen wir tatsächlich schon. Hier gib ab 2 Schatullen. Die sind ja besonders selten, deswegen gibt es auch 9 Siegpunkte dafür und ein neutrales Plättchen. Das ist nämlich auch das, was unter Weiß verstanden wird. Die liegen als allgemeiner Vorrat aus und davon kann sich halt derjenige, der den Auftrag erfüllt, 1 aussuchen. Die können auch in der Regel halt nicht irgendwie, also die kommen halt nicht in den Sack irgendwo zurück, sondern in den allgemeinen Vorrat, wenn man sie verkauft. Und ja, können dann halt auch einfach an den Hehler verkauft werden oder für Aufträge benutzt werden. Ja, du sagtest es schon, hochinteraktiv, sehr gemein. Ja, ich erinnere mich nur an die Partie, ich habe hart verloren. Ja, weil, ja, also weil ihr immer, also gut, es war auch, ne, man muss auch sagen, du hattest ein paar mehr Partien schon. Ja. Ich hatte so einen gewissen Erfahrungswerte-Nachteil, ja. Aber
Es ist eines dieser Spiele, wo ich tatsächlich trotzdem Spaß hatte, obwohl ich wirklich hart verloren habe. Und das ist schon mal ein wirklich sehr guter... Push Your Luck ist ja auch einfach ein sehr witzig, witzige Mechanik, die auch nicht jedem liegt. Und auch wenn man es halt einfach immer über die Spitze treibt, ne, hat man trotzdem Spaß dabei. Ja, ich meine, ich habe halt, so, hab halt so einen kleinen Glücksspiel, so eine kleine Glücksspielleidenschaft. Casino setzen. Genau, deswegen lebe ich das lieber in so Push Your Luck Brettspielen aus, wo es ungefährlich ist. Ja. Und dann kann ich lieber da ein bisschen mein Glück überreizen, als es dann in echt... Ne, ja, also es gibt auch tatsächlich nicht viele Spiele, du sagst es schon, ich habe ein paar Partien Vorsprung, es gibt nicht viele Spiele, die ich so häufig spiele und die noch so frisch sind, aber wenn ich mich nicht irre, habe ich dieses Spiel schon 7-mal gespielt. Also wirklich häufig dafür, dass es jetzt gerade neu ist und habe immer noch Spaß dabei und das hat halt auch einen Grund, weil also dieses Interaktive ist halt auch total mein Element, also wenn man irgendwie so... Ja, klar, Eurogames, wo man irgendwie solitär so voreinander irgendwie herpuzzelt und Ressourcen hin und her tauscht, ja klar, mache ich das auch, aber wenn man am Tisch so eine richtige Stimmung hat, das feiere ich eigentlich am meisten ab und das habt ihr hier in diesem Spiel, wenn ihr eben das dicke Feld aufbringen könnt und dann auch mal diese Take-That-Momente auf euch nehmen könnt. Ja. Ja, man muss auch sagen, das ist die Würze in diesem Spiel, weil stellen wir uns mal kurz vor, es wäre eben nur das Push Your Luck aus dem Beutel und nur die Aufgaben erfüllen, dann wäre es ein bisschen dünne. Aber eben diese Komplizen, die da mit reinkommen, bei denen wir, und das finde ich sehr schön daran, die können wir ja auch wirklich eine Menge von denen kaufen in einer Partie. Ne? Mhm. Wir können eigentlich beliebig viel Geld, wie wir haben, für jede Münze können wir uns einen Komplizen holen. Und jeder dieser Komplizen bringt eben so ein interaktives anderes Moment mit rein. Und das macht, finde ich, wirklich hier den Spaß aus. Man muss natürlich aber trotzdem immer noch sagen, es ist halt ein Familienspiel. Genau, also sehr glückslastig, meine ich sagen, ja, die Mechanismen wäre schon an sich. Ja. Ne? Also wenn man es gerade irgendwie geschafft hat mit dem Push Your Luck ist ja schon glückslastig und dann halt noch seine Gegner dann da irgendwelche Komplizenkarten auf einen schmeißen. Es ist kein berechnendes Kennerspiel, wo ihr euch schon vorher den Sieg ausrechnen könnt und möchte auch irgendwo so ein bisschen... asymmetrisch und nicht ganz ausbalanciert sein. Also es gibt zum Beispiel auch Karten, die kann nur derjenige benutzen, der gerade letzter ist. Ne? Was halt auch voll nett ist für ein Familienspiel. Ja. Weil genau sowas braucht man eben für dieses Genre. Und von daher genau pointiert, gut reingesetzt, wo man dann irgendwie mindestens 3 Punkte hinter dem letzten, vorletzten sein muss. Und das braucht es halt einfach hier. Und deswegen auch echt schön. Wobei man trotzdem sagen muss, trotz dieser Auffallmechanismen, es kann halt einfach hier so sein, dass ihr wirklich, ja, wie ich schon sagte, ich habe schon mal hart verloren und das kann euch einfach passieren hier. Dass ihr wirklich einfach 10, 15 Punkte hinter dem Führenden seid. Sowas passiert hier einfach, ja. Und gerade wenn man hinten liegt, versucht man irgendwie erst recht irgendwie mehr Risiko zu gehen, um aufzuräumen, wenn das schief läuft. Ja, dann habt ihr das Partie halt einfach verloren. Aber es dauert halt auch nicht zu lang. Ich meine, das ist vielleicht das Einzige, man hätte es noch ein bisschen kürzer machen können, finde ich. Dann wäre es noch ein bisschen knackiger, aber das ist vollkommen okay noch, diese 45 bis 60 Minuten. Das ist knackig und vor allem dadurch, dass man ja auch einfach am Tisch so viel Spaß hat und so viel Lacher. Wenn das jetzt nicht immer auf die Kosten der einen Person geht, dann hat man halt auch Spaß gehabt, obwohl man nicht gewonnen hat. Das ist jetzt zwar ein Spiel, wo es auch irgendwo relevant ist, wer gewinnt, aber ich kann es trotzdem genießen, auch wenn ich es halt nicht geschafft habe, weil ich weiß halt, dass ich halt für manche Dinge überhaupt nichts kann. Apropos genießen, was ist nochmal dein Lieblingspart in diesem Spiel? Mein Lieblingspart? Hey, du sagst es so, als ob das irgendwie... Oh Gott, ich muss mich selbst erinnern. Also ich liebe es dir natürlich, den Leuten zu sagen, hier, du musst jetzt noch weiterziehen. Nein, das war ein Scherz. Ich meine, die mit den Beuteln. Alles super in dem Spiel. Allerdings müsst ihr ein bisschen viele Beutel... Genau, ihr braucht eine Person, die das 7-mal geübt hat, mit den Beuteln umzugehen. Ich habe jetzt die Übung drin. Ich bin der Beutel... Beutelherrscher. Ja, es liegt einfach daran, dass wir sehr oft Sachen wieder zurück in den Beutel tun müssen. Ja. Und da muss man einfach geschickte Hände haben, damit man die richtigen Sachen in die richtigen Beutel kriegt und das schnell. Aber was die Edition Spielwiese drauf hat, ist gute Beutel halt in die Spiele zu packen. Wir hatten das bei Five. Erinnerst du dich an Five, wo halt so ein großer Beutel, wo alle gleichzeitig reingreifen konnten? Ja, schöne Beutel. Der war schon gut. Die sind natürlich kleiner, was auch sinnvoll aber ist. Aber schön sind sie. Sie sind schön, sie sind groß genug, sodass man halt auch als große Männerfaust da reingreifen kann. Mhm. Das einzige Problem, also ja, das einzige Problem ist halt, dass man so viele davon hat, die nicht spielerbezogen sind. Ne? Wir haben halt diese 5 Beutel in 5 verschiedenen Farben und sie sind eigentlich so Non-Player-Characters oder wie auch immer. Ne? Also das sind halt die reichen Säcke, die wir bestehlen. Ja. Das heißt, sie liegen irgendwo als allgemeiner Vorrat rum. Einer sagt, gib mir mal bitte den grünen Beutel und dann muss man halt erstmal den grünen Beutel finden. So, deswegen ist sinnvoll, dass sie erstens, man kann da nicht reingucken, das soll so sein, die sollen nicht stehen.
Aber was ich mir vielleicht noch gewünscht hätte, ist, dass man oben und unten besser auseinanderhalten kann. Weil so, wenn es halt auf dem Tisch liegt, denkt man, greift oft okay, das ist die obere Seite ja. und dann fällt alles raus. Ja, ja. Und ja, halt irgendwie, wenn man das alles aufeinander hat, dann den Grün da so rauszupopeln und wenn dann irgendwie 5 verschiedene Farben wieder zurückgegeben werden, okay, hier, das sind's Gelbe, das sind Schwarze, das sind's Grüne, ist halt ein bisschen rumfummelig. Aber ich sehe auch gerade keinen besseren Weg, das irgendwie besser zu lösen und es ist... Es hält sich alles im Rahmen. Ne? Man muss einfach sagen, das ist der größte Kritikpunkt. Das ist der größte, also wenn das der größte Kritikpunkt ist. Ne? Also nein, das ist tatsächlich wirklich nur eine Kleinigkeit. Ja, man hat halt, muss halt viel mit Beuteln rummachen. Und ich sag mal, wer keine Lust auf Beutel hat, der ist vielleicht bei dem Spiel nicht richtig. Ja? Ansonsten wirklich eine Empfehlung, finde ich, für Familien, die Krisenresistenz sind, ja, oder genau, also so ein bisschen Kritikresistenz oder auch Fehlerresistenz, weil, also ich weiß nur, bei meinen Kindern ist das Spiel nicht so gut aufgehoben, weil die eben noch in der Phase sind, wo man nicht so gerne sich gegenseitig rein was reinwirkt, ohne dass es da Geschrei gibt. Vielleicht sind die auch älter geworden. Ja, das ist ein guter, Swindler ist, glaube ich, so ein guter Test, wie weit sie sozusagen diese Entwicklung schon fortgeschritten sind, aber ich würde mal ganz von meinem Bauchgefühl sagen, ah, da warte ich lieber noch 1-2 Jahre mit dem Spiel. Aber wenn nicht, wenn ihr sozusagen ein bisschen resistentere Kinder habt, was das angeht, dann könnt ihr das definitiv gut auch mit Kindern spielen. Hier steht ja ab 10 und ja, das würde, also mein Sohn ist jetzt 10, definitiv würde der das super mitspielen. Aber ich glaube, selbst meine Tochter hätte da kein Problem damit, das zu spielen. Ja, nur von der Psychologie her. Nur von der Psychologie her würde ich es noch nicht empfehlen. Also mir wenn selber würde ich es noch nicht empfehlen. Aber euch vielleicht schon. Und allen anderen natürlich auch den Erwachsenen. Aber es ist eben auch ein Spiel, was auch in einer reinen Erwachsenenrunde Spaß bringt. Ja. Ne? Und locker ist, klar. Ist. Ne? Ich habe das kein einziges Mal mit Kindern gespielt. Nee. Und hat jedes Mal Spaß gemacht. Super. Also von daher, tolles Spiel. Schön, dass es rausgekommen ist. Gut für Nichtspieler. Genau, gut für Nichtspieler. Könnt ihr gut Leute ransetzen, die sonst nicht spielen. Und alles in allem einfach ein schönes Spiel. Ist quasi auch eine Essen-Neuheit, mehr oder weniger. Ich glaube, es war eigentlich schon da jetzt zum Berlin-Con. Weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt schon eine Weile. Es war ein Prototyp, den sie auf der Berlin-Con hatten. Ah, es war noch ein Prototyp, okay. Also hier, die sind so ein bisschen da, weil hier natürlich, wir sind ja mit der Edition hier in einem Büro, da haben wir das natürlich schon öfters so gesehen, aber es sollte jetzt auch wirklich kommen. Also in dem Sinne, guckt es euch an, Swindler, sehr schön. Und wir bedanken uns fürs Zugucken, fürs Abonnieren. Lasst uns gerne Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und denkt mal über den Support nach, zum Beispiel über die Partnerlinks. Das würde uns sehr freuen. In dem Sinne, bis dann. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.